Backel mit Brötchen, jo. Glaubt, das könnte gut sein. Ein ordentlich aussehender Kontrollraum. Weiß nicht, ob das so ordentlich ausschaut. Jahrmarkt. Jahrmarkt ist immer cool. Hinweise des Mechanikers. Ich weiß, dass dich dein neuer Job etwas unsicher macht, Kevin. Ich möchte dir nur sagen, wie du dafür sorgen kannst, dass du und deine Züge gut vorankommen. Weißt du, diese Wagen wurden 1968 hergestellt und aus Europa importiert. Manchmal scheppern sie etwas, aber sie funktionieren immer noch, denn sie sind einfach konstruiert, widerstands. Fähig und kraftvoll. Man kann sich immer auf sie verlassen. Wenn sie an einem schlechten Tag mal eine Störung haben, brauchst du dir nur die Schaltkreise genau anschauen, um die Ursache herauszufinden. Wenn du weißt, woran es liegt, wirst du es leicht reparieren können. Ich bin sicher, du wirst diese lästigen kleinen Fehlfunktionen vermeiden können. Ja. Es zufriedenstellend arbeitet. Wenn ein Originalteil nicht aufzutreiben ist, das wäre noch das Öl. Das muss für die Züge immer Öl. Gute Qualität bereithalten. Vergiss nicht, Kevin, dass ein Mensch anderen verraten kann. Ein Mensch, meine Maschine wird es nicht tun. Tabellenmusik. Okay. Denise, vielen Dank für deinen Gartenzwerg. Vielen lieben Dank. Ein paar der Teile sind wohl nicht in Ordnung. Eine Sicherung ist hin. Das Ölgemisch ist aufgebraucht. Okay, das haben wir drin. Ja, tut mir leid. Der Ölzusatz allein reicht dieser Maschine wohl nicht aus. Okay. Wo kriege ich jetzt meine Batterie her? Weiß es nicht. Ohne Funktion. Moment. Ich glaube, ich weiß was. Ich habe da doch noch das eine Teil in der Truhe. Und ich weiß, wo das Teil normalerweise hingehört. Da haben wir unser Buch das letzte Mal rausgenommen. Und Denise, vielen lieben Dank für dein GG. Vielen, vielen Dank dir. Aber ich glaube, da kommt dann wieder ein Nemesis, oder? Lauf chill. Gleich hast du es wieder geschafft mit deinen Likes. Ich guck noch mal. Ist ja nicht weit. Weil die anderen Seiten dazu auch noch lang geht, aber auch nicht. Na. 5000 muss nicht machen. Bist du schon mit 2500 beschäftigt, ne? Ne, ist ja eigentlich nicht, auch nicht gedacht, dass das alles bloß einer macht. Deswegen verdoppelt sich das aber von 2,5 auf 5, von 5 auf 10, von 10 auf 20. Das wäre dann schon anstrengend. Genau, das wollte ich auch.
Das lehnen wir ab. Ich speichert. Ich weiß auch nicht, wann Nemesis kommt. Jo, mag ich benutzen. Vielen Dank. Bist mein größter Fan. Oh. Das freut mich. Ladenstraße. Jetzt bin ich gespannt, ob unser großer Bumsi-Freund wieder daherkommt. Sag nein, bitte sag nein. Sieht gut aus. Jawohl. Hätten wir uns dann nicht einfach bloß umdrehen brauchen? Jupp. Dann muss ich damit wieder zurück. Von Resident Evil, vor allem von den alten Teilen, weiß man haargenau. Wenn ich Apps von da kriege, mal genau auf die andere Seite nehme. Ist immer schon so gewesen. Wow. Aber Denise, Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber auch mit Konkurrenten muss man mit harten Bandagen kämpfen, heißt es aber, ne? Yeah, du hast es geschafft. Nice. Na klar, ich weiß aber, was gemeint ist. So, Denise, 50% hast du schon. Na. Quatsch. War schön Spaß. So, endlich Batterie. Was kriege ich jetzt eigentlich da oben? Bin mir da gar nicht mal so sicher, ob man da hübelt. Da liegt wer. Oh, der hat was. Pistolenmuni. Yay. Da gibt es ja. Passt sogar momentan, ne? So. Den gibt's dann. Hätte ich schon gemeint, das ist klar. Hey, was macht ihr da? Seid ihr ein ganz schön voll? Leg dich hin. Hey, der hat uns so gekotzt. Warte mal, ich lade nach. Aua, ja. Aber die sind selber schuld, die wollen uns auch kotzen, Mann. Das ist wie am Oktoberfest. Du kotzt da. Oh Mann, wie viel sind da noch? Da ist auch das große Kotzen. Schrottgewehr, ja. Schrott ist ja, glaube ich, Schrottgewehr. Ich habe das als kleines Kind gesagt.
Das leuchtet so gut. Das ist so auffällig. Kann ich da nichts machen? Will ich da rein? Oder will ich da rein? Ich glaube, ich will zuerst da rein. Nein, ich will doch da rein. Ja. Das trifft ziemlich gut. Viel Kotzen, Saufen und mega viel Bumsi. Rotes Kraut. Ein Hoch auf Eskalation. Ja, das Problem ist, nach dem FCK, ne? Bauen sie dann oft nach 9 Monaten wo so? Da bin ich nicht mehr so Freund von Eskalation. Gott, die hätten unsere Kurbel nicht mitnehmen sollen. Oder doch? Hochvolt-Kontrollraum. Bei Beifall. 115 Volt bis 125 Volt, okay. Ich glaube, der muss dann sowieso nochmal her, oder? Ein alter Notausgang, der rostige Knauf lässt sich nicht drin. War klar. Und wie viel machst du auf? Niedervolt von Kontrollern. Öffne bei 15 bis 25. Dann schaut der Automatik aus. Ja, bei manchen ist der schon ziemlich schwer. Hallo? Chili, will du was machen? Heißt's wirklich? Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist jetzt 2 Jahre alt. Nicht überschritten werden. Na klar, weil das manuell bediene. Nein. Wenn du einmal zu voll drückst, fangst du wieder von vorne an. Also 15 bis 25 und 115. Erster Schalter. Okay, 160. Nee. Es ist nichts passiert. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Vor allem, man kann es halt einfach auch nicht nachvollziehen, ne? 65. Ach, neu ist der so gut. Ah, 120, wir haben es geschafft. Mhm. Wenn es bloß bei X Monate bleiben da, ne? Wahrscheinlich nur von 1995 oder so. Aber schade. Nichts passiert. Ja, wir probieren es nochmal. Wo ich die Zahlen weiß, ich probiere bloß rum. Das ist alles bloß gut Glück. Okay, 0.
Chili dann. Hier. Rot. Blau. Blau. Yes.